letzten Spiel des Jahres gegen Rot-Weiß Erfurt. Wie zufrieden ist man da? Ja, natürlich sehr zufrieden. Beim Sieg, den man den Fans geschenkt hat, natürlich. In erster Sicht und ja, ist einfach super. Dein Tor war wahrscheinlich dann die endgültige Entscheidung. Hast du ja auch eine entsprechende Geste gemacht, die das wahrscheinlich andeuten sollte. Das Tor aus deiner Sicht? Ja, Schicht im Schacht gewesen, war dann vorbei, ist 3-0. War super rausgespielt von uns, muss man auch sagen. War toll. Ja. Was war heute aus deiner Sicht entscheidend? Ja, wie wir aufgetreten sind als Team. Jeder für den anderen gekämpft. Wir haben defensiv super gestanden. Ja, und dann haben wir uns vorne auch belohnt für unsere Arbeit. Insgesamt ein versöhnlicher Jahresabschluss? Ja, auf jeden Fall. Bis auf die Auswärtsspiele, die wir hätten gewinnen können. Aber jetzt ist auch gut mit dem Sieg jetzt zum Schluss nochmal. Was wünscht man sich als Fußballer für 2016? Ja, natürlich weitere Siege und dass wir erstens mal im Mittelfeld etablieren und dann nach oben gucken vielleicht. Wie froh ist man jetzt nach einer langen Hinrunde, dass jetzt erstmal ein paar Wochen zumindest Weihnachtsferien sind? Ja, natürlich freut man sich da. Man freut sich auf die Familie, dann zu Hause das Weihnachten verbringen und aufs neue Jahr. Ist super. Dankeschön, alles klar.